Wir beginnen mit der Hydraulikmontage. Dafür entfernen Sie einen der Stopfen aus dem Gehäuse des Schaltkastens. Führen Sie den Hydraulikschlauch und die Leitungen durch die Öffnung. Ziehen Sie Schlauch und die Leitungen durch den Leitungsschutzschlauch. Montieren Sie an den offenen Anschlüssen die beiden Hydraulikleitungen und ziehen Sie alles fest. Verbinden Sie den Steckverbinder im Schaltschrank. Füllen Sie Hydrauliköl in den Tank ein. Verschließen Sie den Öltank wieder. Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie die Hebebühne an. Heben Sie die Bühne halb hoch, um die Funktionalität des Endlagenschalters zu überprüfen. Bei manueller Betätigung des Schalters sollte die Bühne stoppen. Nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung kann der Schutzschlauch befestigt werden. Bei der Montage der Auffahrrampen müssen sich die Griffe außen befinden. Entfernen Sie alle Bolzen aus den Aufnahmepunkten. Setzen Sie die Arretierungsstütze an und führen Sie die gefetteten Bolzen ein. Setzen Sie nun etwas schräg die Auffahrrampe auf die Arretierungsstütze auf und klappen diese dann hoch. Achten Sie unbedingt darauf, dass an allen Bolzen die Sicherungsringe richtig montiert sind. Mit den beiden Schrauben an der Unterseite der Rampe können Sie die horizontale Lage justieren. Die Auffahrrampen müssen so eingestellt werden, dass diese sich gut aufstellen und abklappen lassen. Die Auffahrrampen können zum Heben des Fahrzeugs genutzt werden. Um eine Beschädigung zu vermeiden, überprüfen Sie den hier falsch eingestellten Endlagenschalter. Gegebenenfalls justieren Sie ihn nach. Hier sehen Sie, wie der Endlagenschalter den Hubvorgang ordnungsgemäß stoppt. Beim Senken wird die Bühne zuerst automatisch ein Stück angehoben, um aus den Sicherheitsrasten zu fahren. Als nächstes nehmen Sie die Einstellung der Senkgeschwindigkeit vor. Das sollte unter Last erfolgen. Öffnen Sie auf der linken Seite des Schaltschrankes die runde schwarze Abdeckung. Dahinter verbirgt sich die Schraube zum Einstellen der Senkgeschwindigkeit. Lösen Sie die Kontermutter und drehen die Innensechskantschraube vorsichtig bis zum Anschlag herein. Bei einem Senkversuch stellen Sie fest, dass die Bühne sich nicht absenkt. Halten Sie Senkknopf gedrückt und öffnen Sie die Sechskantschraube langsam, bis die Senkgeschwindigkeit der Hebegeschwindigkeit entspricht. Kontern Sie die Mutter wieder, um die Einstellung beizubehalten. Um das Mobilkit zu nutzen, heben Sie die Bühne so hoch, dass die Rollen sich leicht aufschieben lassen. Senken Sie die Hebebühne wieder ab. Klappen Sie die Auffahrrampen hoch und stellen Sie diese mit Hilfe des Hebels fest. Bringen Sie den Transporthebel an der Aufnahme des Mobilkits an. Nun können Sie die Bühne verschieben.